So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Ja, das war schon mal ein Fail für die Quote. Das war nicht meine eigene Dummheit, ist ja ganz klar. Okay, diesmal habe ich es geschafft. Ja, und wir gehen heute zur Kopfsteinpyramide. Nee, Spaß. Ich weiß natürlich, dass hier ein Bonusraum ist. Aber später gehen wir wirklich zur Kopfsteinpyramide. So, hier haben wir jetzt einen unsichtbaren Pfad. Und ihr fragt euch sicherlich, was soll die Plattform hier? Ich, hab den Mond beim privaten Durchspielen auch nicht selber gefunden. Den habe ich mir durch Tipps und Tricks Videos auf YouTube auch holen können. Aber ja, ich weiß jetzt, wo der Mond ist. Von dem her passt das schon. So. Hier haben wir erstmal wieder ein paar Münzen. Oh, hoppla. Egal. So, und dann hier auch schon der dritte und letzte Raum. Gut, so. Zack, und da haben wir auch schon beide Monde im unsichtbaren Labyrinth. So, genau. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Die Schafe müssen wir zurückbringen, denn der Typ hier hat sie verloren. Ja, drei an der Zahl. Und ja, würde ich sagen, bringen wir die Schafe zurück. Aua, schlag mich doch nicht. Geh jetzt zurück in. Geh in dein Gehege. Geh in dein Gehege. Oder geh sterben. Wollte sterben gehen. Also gut. So, hier ist noch ein Mond. Haben wir den? Nein. Ja, da leuchtet es. Sieht man ja so ziemlich deutlich. Ja. Wie gesagt, die Schafe müssen zurück ins Gehege. Drei an der Zahl. Und ja, ich glaube, das erste ist gleich drin, oder? Jawohl. Okay. Dann mal schauen, wo sind die? Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Zack. Komm. Geh in dein Gehege. In dein Ge. Stößt einfach gegen den Kaktus und schon schwupps ab ins Gehege. Hier ist auch schon das dritte Schaf an der Zahl. Und ja. Geh du auch bitte in dein Gehege. Und damit haben wir auch diesen Mond erfolgreich abgeschlossen. So, Schafe hüten in den Dünen. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch schon in die Kopfsteinpyramide gehen. Jawohl, so, hier ist der Eingang, wie man unschwer erkennt. Gut, so. Obwohl, halt mal, mir fällt gerade ein weiterer Samen ein, der dritte, der uns auch nur noch fehlt. Hier. Genau, das machen wir noch kurz, Leute, und dann gehen wir in die Kopfsteinpyramide. Genau, so machen wir das. So. Fällt mir gerade ein. Hier ist nämlich noch der letzte Samen. Gut. Das bringen wir auch wieder kurz zurück in die Siedlung. Und ja, dann, wie gesagt, ja, gehen wir in die Kopfsteinpyramide. Jetzt aber wirklich. So. Hier dem Kaktus noch kurz. Oh, das sind noch drei Münzen, die ich vergessen habe. Ich dusel. Aber dann hole ich sie mir kurz.
So, genau. Hopp. Und ja, die anderen zwei sind schon gewachsen, wie es aussieht. Dann können wir die noch kurz mitnehmen. So. Prima. Und da muss nur noch dieser Samen hier wachsen. Ja, wo waren wir? Ich gehe einfach mal so hierhin. Oder? War das ein guter Checkpoint zum Teleportieren? Ich weiß es nicht, aber ich nehme mir einfach das Miauxi. Dann geht's ja sowieso schneller. So. Da oben sehen wir auch wieder das Schiff von den Budals. Das Luftschiff. So. Gut. Und dann ab in die Kopfstandpyramide. So. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt sogar eine kleine Challenge. Ich probiere das Ganze nämlich ohne den Kugelwilli zu kapern. So. Hat erfolgreich geklappt. Kleine Challenge am Rande. Wenn man so will, war ja eigentlich sehr leicht, aber egal. Sah ein bisschen cooler aus für euch, wahrscheinlich, hoffentlich. So. Aber dann hier den ganzen Kugelwillis ausweichen. Das hier hat jetzt einige, oder ja, das ist jetzt eine Anlehnung an Super Mario Galaxy. Da hatte man ja auch schon solche Passagen mit solchen Pfeilen, wo man in allen möglichen Richtungen gelaufen ist. So, prima. Dann können wir hier an den Gumbas vorbei. Und oh, was ist denn da für ein Ritz? Ja, hier ist noch ein geheimer Mond. So, prima. Und dann sammeln wir noch die paar Münzen. Münzen sind ja gar nicht unwichtig in diesem Mario-Spiel. Sind ja sogar sehr wichtig. So, aber dann ab hier durch diese Röhre. Aber hier gibt es noch was. Das, muss ich gestehen, habe ich auch durch YouTube-Tricks und Tipps-Videos gefunden. Aber ja, hier kapere ich jetzt auch keinen Kugelwilli. Das mache ich auch ohne. So, komm her. Kugelwilli. Komm. Komm. Ja, braver Kugelwilli. Ja, komm. Ja, komm. Komm, zerstör diesen Block. Komm. Denn hier ist ein Königsherz. Das wollen wir natürlich. Wow, knapp, aber ich hab es geschafft. Hier ist auch noch was drin. Habe ich auch durch YouTube-Tipps und Tricks damals in meinem privaten Account gefunden. Ja, hier in der Wüste ist einiges fies versteckt. Muss man schon ehrlich sein. So. Gut. Aber dann können wir auch schon wieder diesen Geheimraum verlassen. Das probiere ich, wie gesagt, auch, ah, schade, durch, ohne Kapern eines Kugelwillis. Weil wir wollen ein bisschen Challenge, ja? Wir wollen ein bisschen Challenge. Gut, wir kommen jetzt hier wieder bei der 8-Bit-Passage wieder raus. Aber alles kein Problem. Okay, hier dann einen Weitsprung. Lol, und ich fall daneben. Lol. Egal, egal. Komm, das mache ich. Das mache ich ohne Kugelwilli. Einfach, dass es cool aussieht. Lol, und jetzt bin ich nicht mal auf Käppi gelandet. Ich bin dumm. Das war jetzt meine Dummheit. Das davor war auch etwas Pech. Muss man ja ehrlich sein. Halt, Moment, aber kann ich nicht auch oben? Schade. Ich dachte, ich kann oben rüber. Aber anscheinend nicht. Gut. Und hier jetzt. Hier jetzt rüber. Jawohl. Leute, wir haben es ohne ohne Capon geschafft. Mit Cappy natürlich. Cappy ist wichtig fürs ganze Spiel. Aber ja, ohne Carbon. So wie ich es mir vorgenommen habe. Gut, aber
Hier ist noch ein Mond, bevor wir in den Bosskampf gehen. So. Sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Aber, ja, es leuchtet ja. Also gar nicht allzu fies. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ja. Hier sind noch drei lila Münzen. Gut. Und dann können wir auch schon hier in, hier reingehen. Ihr sucht den Ring der Einheit? Den hat der Chef schon sich gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Das ist mir egal, denn ich mach dich jetzt sowieso fertig. Komm, werf doch. Ich werf zurück. Zack. That was easy. Gut, zack, hier. Ein bisschen für Bombenstimmung sorgen, was? Harriet, oder? Oder? Harriet heißt die doch. So viel ich weiß. So. Oh, hoppla. Da habe ich mich tatsächlich treffen. Alter, was ist denn gerade los mit mir? Egal. Egal. Den Kampf schaffe ich sowieso. Ist ja nicht sonderlich schwer. Zack. Hier haben wir sie auch schon besiegt. Ja, war gar nicht schwer, wie gesagt. Ja, dann haben wir diesen Part, die Kopfstandpyramide, erkundet, was natürlich sehr toll ist. Wir haben auch schon wieder einen Multimond. Ja, ist doch toll. Wie viele Monde haben wir dann eigentlich in der Wüste? Gucke ich mal gleich, gucke ich mal. So, ja. Gut. Ja, jetzt ist auch Nacht in der Wüste, wie ihr unschwer erkennt. Und die Kopfstandpyramide schwebt plötzlich? Was ist denn das? Das Loch in der Wüste. Okay. Schauen wir uns im nächsten Part an. Diese miese Pudel hat es uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Oh, die Kopfstandpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Ja, obwohl, jetzt ist ja Nacht. Jetzt ergibt es Sinn, dass es hier kalt ist. Denn nachts ist auch in einer Wüste kalt. 32 Monde haben wir. Gut. Und 61 können wir schon sammeln beim ersten Besuch in der Wüste. Ja, aber Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns die ganze Situation im nächsten Part noch genauer an. Ja, das Loch in der Wüste steht uns nun offen. Aber ja, dann würde ich sagen, wenn ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt, dürft ihr gerne Hashtag Kopfstandpyramide in die Kommentare schreiben. Müsst ihr natürlich nicht, aber dürft ihr gerne. Genauso wie andere positive Bewertungen, wie zum Beispiel ein Like oder ein Abo. Von mir aus auch konstruktive Kritik, wenn euch irgendwas an meinem Kanal nicht gefällt. Aber ja, dann würde ich sagen, danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.